Rust im Burgenland. Einheimische und Touristen machen sich hier Gedanken über die Konsumgesellschaft und meinen, da muss sich etwas ändern. Es wird oft gesagt, es ist uns noch nie so gut gegangen, wie es uns jetzt geht. Ich glaube das nicht, weil sonst hätte man nicht so viel Burnout, Stress und Überforderung. Ja, ich finde, die Konsumgeilheit der Leute sollte sich verändern. Jeder sollte mitbedenken, wenn er einkaufen geht, dass die Milch nicht vom Backerl kommt, sondern von der Kuh. Die Konzerne zerstören das Handwerk, die kleine Produktion, die lokale Versorgungssicherheit. Wenn man seine eigenen Bedürfnisse ein bisschen einschränkt und auf ein für die Umwelt erträgliches Maß zurückschraubt, dann wäre schon viel gemacht. Und der Werbung bitte nicht alles glauben. Ja, wenn ich an Martin Luther denke, dann habe ich das Gefühl, dass diese Erneuerungsbewegung auch heute noch, zumindest in der evangelischen Kirche, sehr gut wirkt. Weil die Kirche hat in diesen 500 Jahren immer wieder erneuert. Wenn jeder Einzelne an sich arbeitet und eine Wandlung passiert, dann kann vielleicht insgesamt auch was passieren. Und nicht immer noch mehr wollen oder wenn er weiß, der andere hat mehr, dass er das auch erreichen will. Wir wünschen, dass mehr Frieden ist. Ich bin in viele Länder der Welt gewesen und ich habe überall festgestellt, es sind Menschen wie du und ich, die wollen auch nur essen, trinken, ein bisschen gut leben und Frieden. Ich kann zum Beispiel Radl fahren und nicht jeden Meter mit dem Auto fahren. Man geht ins Geschäft und holt sich eine Dose Bohnen. Und man glaubt, die ist einfach da, aber das ist alles entstanden aus einem Samenkorn. Und das wird heutzutage total vergessen. Und da sollte es viel mehr geben, die, so wie Martin Luther damals, das Wort Gottes, quasi die Schöpfung Gottes übersetzen und sagen, da schaut's her, das ist ein Wunder, dass es das gibt.